Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin mit mir, dem Lugge. Der Flo hat sich anscheinend ein bisschen durch den Ewigwald mit Raisa gekämpft. Schauen wir mal, welches Pokémon er gewählt hat. Letztes Mal. Da haben wir ihn ja vor die Wahl gestellt. Oh mein Gott, er hat sich für Sichlor entschieden. Das wird ein richtig nices Sherox. Sogar mit Flügelschlag, Verfolgung, okay. Mhm. Ja, ja, nice, nice. Der Angriffswert ist auch cool. Nice. Ansonsten, Funken, Aaron, Miss Opti, Kampflesbe, Wasserali und Hanfplant. Ja, super nice. Schmeißen wir doch den Miss Opti gleich mal nach vorne. Will der hier einen Einzelkampf provozieren? Könnte man auch machen. Das ist, glaube ich, sogar fast besser. Weil ich möchte nicht im Kampf gedoppelt werden. Dass mich beide Gegner angreifen mit ihren overpowerten Viechern. Und dann bin ich RIP. Dann machen wir das einfach so. Oh, hoppla. Da habe ich mich ein bisschen zu schnell durchgeklickt. Ja, ich wollte eigentlich auch Flügelschlag machen. Alter. Nicer Damage. Nicht schlecht. Schade, muss ich schon wieder wechseln. Ich habe ja noch eine Flugschwäche. War eigentlich sogar ziemlich gefährlich. Naja. Ein schöner Steinwurf ins Gesicht. Alter, der kann sogar Verfolgung. Das hätte wehtun können vorher. Mann, Onyx, du machst einfach zu wenig Schaden. Dafür tankst du ziemlich gut. Obwohl beim Nachtnebel ist es auch schnell vorbei. Alter, dann ist gekockblockt. Wenn er jetzt Verfolgung oder Nachtnebel drückt, sind wir tot. Ich gönn mir mal... Alter, wir haben nur normale Tränke, dein Ernst? Ja, nice. Dann muss ich hier wohl wechseln und hoffen. Okay. Okay, keine Verfolgung. Gut. Alter, der erste Kampf hier schon wieder, ne? Und es ist schon wieder am Eskalieren. Mit diesem Kramurks. Verschwinde. Ja, meine Güte, ey. Ist der nervig. Ich hätte einfach sofort das beste Pokémon, das ich dafür habe, reinswitchen sollen. Aber ich war zu faul. Ich wollte die anderen auch trainieren. Ja, klar, nach Tara. Sonst noch irgendwelche Wünsche? So, Kampflesbe trainiert der gute Flo nicht. Deswegen glaube ich, dass es eh nur ein Fodder ist. Aber gegen nach Tara habe ich sonst gar nichts. Deswegen holen wir mal ganz schnell die Kampflesbe rein. Psycholinus. Machen mal den Mogelhieb. Alter. Und gönnen uns hier den Überwurf. Ruckzuckhieb. Ja, sollte auch von Nachtara nicht allzu viel Damage machen. Zack. Ins Gesicht. Effektiver Angriff. Wow. Okay, das mit dem effektiven Angriff hat sich auch erledigt. Natürlich kann der auch Verfolgung. Scheiße. Ich hätte gleich auf Zertrümmerer gehen sollen. Egal. Ja, Bruder, der nimmt uns hier gut raus. Wir haben eh noch keine Käferattacke, von dem her weiß ich auch gerade nicht, was ich machen soll. Am besten mit Rasierblatt draufballern, oder? Und hoffen, dass ich rauswechseln darf. Alter, mehr Glück als Verstand, ne? Mit diesen Verfolgungstrainern. Junge, Junge. Zum Glück ist der Rasierblatt physisch, denke ich. Und mit der gedroppten Verteidigung geht da jetzt eigentlich einiges weg. Komm schon! Crit! Crit, 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 crit! Crit, Junge! Mit Ansage! Läuft bei mir.
Das nach Hades Level 6 soll. Ja, okay. Critte zurück. Mit einem Non-Crit-Move. Alter Verwalter. Und Level Up für die Kampflespe. Ja, schön. Und noch ein Blanas. Da wechsle ich. Alter, zu was wechsle ich bei Blanas? Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Angeschlagen, angeschlagen, angeschlagen. Damn. Was kann der? Rasierblatt, Sternschauer, Naturkraft, dass hier irgendwie zu einer Pflanzenattacke wird. Und der ist wahrscheinlich auch schon vom Typ Unlicht, oder? Ja klar, Mogelhieb. Alter! Der hat Damage. Ja, Naturkraft mit Samenbomben. Habe ich mir schon gedacht, irgendwie sowas. Yo, Leute, ich bin's! Wuhu! Leute! Was ist hier eigentlich los? Eigentlich wäre Miss Abdi ziemlich nice. Outspeeden sollte ich Blanas normal. Ja, ich bin schnell. Alter, Leute, Scheibenkleister. Ich dachte, jetzt werfe ich den Starter weg. Ja, Folterknecht, gönn dir. Krittet der mich einfach ins Gesicht mit seinen Samen. Flügelschlag. Eieieiei, Leute. Wir kommen langsam zu dem Punkt, an dem das Spiel dir richtig den Pimmel ins Gesicht klatscht. Ja, da bin ich auch überfordert. Aber wir werden ja zum Glück sofort geheilt. Ja, Gott sei Dank. Eieieiei, Leute. Wir sind auch leicht underleveled hier. Ich würde sogar fast sagen, ich trainiere jetzt hier ein bisschen im hohen Gras. Und wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen gelevelt habe. Vielleicht Kampflespe bei 1-2 Level und die anderen auch so 25. Weil wir brauchen die Level. Ich bin ja fast gestorben. Also bis gleich. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich habe ein bisschen trainiert, es war wirklich nicht viel. Alle ein paar Level, also, ja, alle nicht mal. Einfach ein bisschen gegrindet, hat auch nicht lange gedauert.
Mit ein bisschen Speed up, ihr wisst ja Bescheid, Leute, ne? Ein paar neue Angriffe, ich glaube, komplett wird Abschlag gelernt. Aaron, glaube ich, gar nichts. Funken auch nicht. Miss Abdi hat sich als richtiger MVP hier in diesem Wald herausgestellt. Der kann alles wegrasieren mit Flügelschlag. Wasser Ali macht auch guten Job mit Eiszahn. Ja, und Hanfplant. Also ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich habe aber mal nachgesehen. Aaron entwickelt sich auf Level 40? Nee. Miss Abdi entwickelt sich auf Level 40 und Aaron auf Level 38. Dann haben wir ein geiles Sherox und ein cooles Stalos. Aber bis dahin müssen die natürlich auch erstmal überleben. Und das ist dann vielleicht gar nicht mal so leicht. Ja, Natu, Typ Psychoflug. Was kann da schon schief gehen? Der ist sehr effektiv auf mich. Ich habe aber auch was gegen ihn. Ich traue mich mal. Zack. Junge. Beschwörung. Ja, das juckt mich gar nicht. Das interessiert mich nicht. Weg mit dir. Psyana, Alter, nicht schlecht. Ich könnte eigentlich drin bleiben, weil böse Psychoangriffe sind böse. Oder Funken kann doch auch bis. Ja. Und die Spezialverteidigung, naja, ist so meh. Hanfplant hat ein bisschen bessere Spezialverteidigung, aber es nimmt sich nicht viel. Oder ich bleibe einfach drin und baller einfach drauf. Genau, beste Idee überhaupt. Einfach zack. Nein, der ist schneller und hat natürlich die Konfusion. Oh, da stecke ich sogar gut weg. Haha, na dann. Und er kassiert einfach Half-Life. Es ist so geil. Miss Abdi. Bester Mann hier. Oder Frau am Start. Es ist echt abnormal. Das ist so nice. Oh wei. Oh wei, oh wei. Den kann ich auch weghauen. Alle kann ich hier weghauen. Mit Miss Abdi. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich Miss Abdi nicht zu stark mache. Ey, bin ich eigentlich dumm? Warum benutze ich Verfolgung, wenn ich Flügelschlag habe? Ich bin so dumm. Wow, ein Schaden. Junge, rette sich, wer kann. Zack. Schön gelöst. Das war's mit Lisa und Lena oder so. So. Lalalala. Da wäre ein Item. Das hätte ich gern. Netzball. War alles klar. Und ein Doppelkampf gegen Käfertrainer. Käfersammler. Da müsste ich eigentlich auch wieder Miss Abdi hernehmen. Hier, Hanfplant kann nix. Aaron, naja, okay, vielleicht. Mit Steinattacken. Sollte ich die auch wieder einzeln auseinandernehmen? Es wäre halt immer sicherer. Aber komm, wir gönnen uns jetzt mal. Wir gönnen uns einen geilen Doppelkampf. Oh yeah. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Aras und Burmy oder Burmy. Können die mir allzu viel anhaben? Paras vielleicht mit einer Pflanzenattacke. Aber vielleicht kann ich ihn auch einfach rausnehmen. Zack. Nein, natürlich nicht. Donnerwelle auf Burmy. Okay, schön. Burmy mit dem Käferbiss, aber den sollten wir ja locker wegstecken. Und Giftpuder von Paras. Schmeckt mir natürlich nicht so gut. Er hat mich mit
Milch beworfen. Das gefällt mir nicht. Ich lass mal Burmi am Leben, weil der eh paralysiert ist. Vielleicht kann der ja nicht allzu viel machen. Außer der packt jetzt hier die Pflanzen- oder Wasserkraftreserve aus. Nee. Haha, optimal. Ah, das Gift stinkt natürlich. Pinsir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hatte Burmi? Kraftreserve und Käferbiss. Okay. Ich brauche eigentlich wieder Miss Abdi, weil Pinsir, habe ich beim Trainieren auch gesehen, der kann auch den Durchbruch droppen. Und der haut rein. Also die ganzen Pokémon hier im Wald, das ist einfach der Killerwald. Hier eskalieren die einfach komplett. Das ist nicht normal. Oh, das war's mit Chanera. Nee, da geht sogar auf mich. Ach so, ja klar, da wollt Onix rausnehmen. Haha, fail. Dafür wirst du geschlagen. Meh. Ja, Chanera macht natürlich auch null Damage. Ich würde behaupten, das war's mit Chanera. Einen vergoltenen Vergeltungshieb auf einen Chanera mit 0 Def. Ja, und jetzt haben wir den Salat da, ne? 2 gegen 1. Die hätten in der Bloody Platin Version aber auch Raisa mehr Pokémon oder ein besseres Pokémon geben können. Weil das ist ja schon Zumutung hier eigentlich. Muss man mal so sagen. Quadribi. Weg damit. Einfach weg. Ja, da bleibt nur noch Burmi übrig. Und ja gut, Aron ist natürlich angeschlagen. Aber vielleicht mal den Wasser-Ali. Der hat es ja auch nicht mehr weit auf Level 30. Dann hat er es geschafft. Dann kann er sich entwickeln. Die macht ja gar nichts, die Kraftreserve. Stimmt, ich glaube, Wasser-Ali hat auch noch Dreschflegel gelernt. Statt Raserei. Da habe ich mal die Raserei weggetan, weil die werden wir eh nicht so oft einsetzen. Und der hat sich gerade mit Expidermis geheilt. Junge, der war gefühlt 1000 Runden paralysiert. Da hatte er ja echt Pech mit seiner Fähigkeit. Natürlich auch ein Scaraborn hier am Start. Machen wir mal den Eiszahn. Oh mein Gott. Ali! Alibaba! Okay, gut. Scheiße, Mann. Und wieder brauche ich Miss Abdi. Ohne Miss Abdi wären wir hier so am Arsch. Ja, schaut her. Durchbruch einfach halbiert. Also, der Flo hat die beste Entscheidung überhaupt getroffen. Ich hätte vielleicht sogar noch Scaraborn genommen. Dann hätten wir den Salat jetzt. Ey, der Wald ist so behindert. Und noch ein Yanma. Das könnte natürlich mit Luftschnitt für Ärger sorgen, aber oh Gott. Er ist sowieso, nee, wir wissen nicht, ob er schneller ist, aber er hat Temposchub. Und spätestens jetzt ist er schneller. Aber er macht nur Ultraschall. Na gut. Wenn er dabei bleibt, dann soll er das gerne tun. Ist eh tot. Jawoll. Alter, Miss Abdi. So gut. Und was waren das hier schon wieder für Trainer? Vermaledeite Kakadu. Ich hätte gern den Pokéball.
Doppelpaders. Komm, die machen wir schnell kaputt, Butt. Come on. Ah. Da kann man sicher ein bisschen nachhelfen, oder Leute? Ja, ich speede. Oh mein Gott, ich bin ein böser Mensch. Muss ich gleich dem Flo danach sagen, dass ich die Paras zerstört habe mit Speed-Up. Die vierte Generation ist halt nicht gerade die schnellste, zumindest Diamant, Perl, Platin. Aber ich sollte mich mit dem Speed-Up in Grenzen halten. Vielleicht frage ich den Flo ja mal, was der davon hält. Ich meine, wir können auch gern mit Speed-Up spielen, so 2,0 oder so. Heilige Mutter! Johanna! Nein, ich bin raus. Nein. Nein. Nein, mit denen lege ich mich gar nicht erst an. Und die Tränke sind auch sowas von out. Wir brauchen stärkeren Stoff. Stoff, Leute. Stärkeren Stoff. Alter, ich finde den Wald langsam echt ätzend. Wenn ich den ätzend finde, wie findet ihr den dann erst? Ich bin dafür, ich spiele so weit, bis der Flo aus dem Wald dann raus ist, weil es ist echt nicht schön hier. Und ich bin jetzt mal so frei, ich habe jetzt hier echt keinen Bock auf diesen dreckigen Wald. Die sollen doch alle in die Hölle gehen, zumindest diese wilden Pokémon. Das kann sich ja keiner antun. Wenn zumindest Raissa nicht dabei wäre, ne, mit ihrem scheiß Chanera. Wenn die irgendwie so ein Kadabra hätte oder so, keine Ahnung, ne? Also ihr wisst, so ein Viech, was durchrasiert, weil Chanera, tanky, tanky. Erstens wird Chanera von jedem Pokémon hier mit Durchbruch wegrasiert. Und zweitens, Chanera ist einfach scheiße. Das ist nicht schön, Game Freak. Nein. Hier nochmal plus 4. Und die Scanner in dem Wald. Also, der Wald gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Einfach, weil die Gegner so stark sind. Wir haben jetzt auch nicht gerade die besten Pokémon. Und dann können die alle Doppelteam, Scanner, Ultraschall, Durchbruch, rasieren alles weg. Nerven einfach rum, also sorry. Das ist wahrscheinlich einer meiner schlechtesten Parts, die ich jemals gemacht habe, aber der Wald ist einfach für den Arsch. Aber lol, ich sehe gerade, der Wald ist ja schon vorbei. Weiter vorne liegt die alte Villa. Heute lebt da niemand mehr. Es soll in der Villa sogar spuken. Lol, dass sie da sogar was sagt, wenn ich den Baum anspreche. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Ach so, ich soll ja mein Maul halten, damit wir schneller vorankommen. Hier, nimm die Sanftglocke. Yay. Okay, tschüssi. Ach, sorry, dass ich dich nerv. Ja, war schon grenzwertig. Immerhin hast du meine Viecher immer geheilt. Wie sieht's mit den Pokébällen aus? Oh, er hat sich gut geschlagen. Nein, warte mal! Das hier ist ja Route 205. Und das davor war auch Route 205. Ja! Wir dürfen hier gar nichts fangen. Wir dürfen hier gar nichts fangen. Das ist doch... Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Wir dürfen hier gar nichts fangen. Ach, das ist doch... Das ist doch behindert, Leute. Hier die ganzen Angler, yay.
Bären. Komm, einmal zum Nachschauen. Was wäre gewesen hier? Einmal zum Nachschauen. Hallo? Gehweiher wäre es gewesen, wenn überhaupt. Naja. Wäre jetzt ja auch nicht so schlecht gewesen. Obwohl, wir hätten schon ein Wasser-Pokémon. Also von dem her. Boah, zum Glück habe ich gewechselt. Ich war erst am Überlegen, soll ich drin bleiben, aber der haut natürlich gleich wieder mal den Blubstrahl raus. Macht hier alles kaputt. So. Weg damit. So. Wo lasse ich den Flo denn jetzt raus? Hier in Ewigenau? Nee. Ich zeig ihm, dass ich hier fertig bin und mache ihn nochmal darauf aufmerksam, dass es Route 205 ist. Dann weiß er, aha, ich bin von hier gekommen. Und das ist Route 205. Dürfen wir hier überhaupt ein Pokémon fangen? Also, da sollte man das schon verstehen. Also, ja, das sollte doch ein gutes Ende sein. Und der Wald ist endlich vorbei. Flo kann dann diese komischen Angler machen, wenn er will. Oder er geht in Ewigenau shoppen. In die Arena, keine Ahnung, macht, was er will. Der Wald ist vorbei, Leute. Und das ist das Wichtigste, würde ich mal sagen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.